So, in der letzten Folge ist unser Erstgeborener Prinz John gestorben an Fleckfieber. Und wir haben nur noch ein Kind. Wir sind 63 Jahre alt. Prinz William von Irland ist jetzt unser direkter Nachfolger. Allerdings wird er sich das Erbe teilen müssen, weil kurz vor seinem Tod wurde noch ein Kind geboren. Earl Duncan, unser Enkel, ist ein Jahr alt, hat aber auch Ausschlag, das habe ich noch nicht gesehen. Er hat die Grafschaft Dorset geerbt und hat Ansprüche, beziehungsweise wird einige Titel erben. Zwei Herzogtümer und vier Grafschaften. Ja, wenn er denn das Alter erreicht, in 15 Jahren. Und ihm nichts passiert. Weil William ist ja besessen, gierig, lüstern, geduldig, fleißig. Das gierig kann man jetzt sehen, wie man möchte, ob man nach Macht giert oder nach Geld. Mal schauen. Auf jeden Fall ist jetzt ein Ratsplatz frei geworden, unser Hofspitzel. Schauen mal kurz, was wir noch für Vasallen haben. Ob da wer in Frage kommt. Herzog von Connacht. Iovert hat eine schlechte Meinung von uns. 79 Jahre alt. Ist aber für nichts tauglich. Und wird eh bald die Radieschen von unten sehen. Malise. Taugt auch nichts in der Wurst. Patrick. Ja, den hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge zum Herrscher gemacht. Hat auch noch keine Kinder. Wir wären sein direkter Nachfolger, falls er sterben sollte. Ja, dann schauen wir noch mal unser Kanzler hat eine Fertigkeit von 13 in Intrige, ist auch unser Lehrling. Der ist nicht geeignet, der Kämmerer auch nicht, der Hofkaplan auch nicht und unser Berater wahrscheinlich sowieso nicht. Kanzler? Nein. Auch nicht geeignet. Gucken wir, ob wir wen anders an Hof haben. Ja, Alexandros, unser Hofeunuch, der es ja schon einmal war. Er mag uns auch, obwohl wir ihm schon mal aus den Rad geworfen haben. Und dann würde ich sagen, wird er das wieder tun. Und wie üblich Technologie in Konstantinopel studieren. Da dürfte er am wenigsten auffallen als Grieche. Die sind ja nicht allzu weit davon beheimatet. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir haben jetzt natürlich keinen Hofarzt mehr und keinen Regenten. Ich habe ja auch den Hofarzt gerufen, um noch meinen Sohn zu suchen, ohne daran zu denken, dass unser Sohn ja unser Hofarzt ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir machen William zu unseren Regenten. Unser letztes verbliebenes Kind. Als Hofarzt setzen wir unseren Kanzler und Lehrling ein. Ja, damit haben wir das erledigt. Du sollst nicht in den Krieg gehen. Dann belagern wir jetzt Wessex weiter. Und dann sollte das erledigt sein. Jawohl, Winchester. Wir haben zwei Gefangene gemacht. Leider nicht einen, den wir gebrauchen könnten. Oh, unser letzter Knasti ist gestorben. Der eine Abtrünnige.
Und das Kind könnten wir verkaufen. Schwacher Anspruch auf Wessex. Bieten wir für 10 Gold an. Und wurde verkauft. Und das ist die einfach nur eine niedrige Geburt. Die lassen wir frei. Lidford ist fast belagert, aber wir ziehen das jetzt hier durch. Geben mal ein bisschen Gas. Wir wollen ja Wessex noch bekommen. Das ist der Sieg. Wir haben aber nur 97%. Und ich würde sagen, die letzten 3% holen wir uns, indem wir diese Armee schlagen. Ah, wollte er sich zurückziehen, der kleine Sack. Jetzt ist aber Feierabend hier. Papst wieder gestorben. So. Das war's, mein Freund. Forderung erzwingen. Ja. Unser Reich vergrößert sich. Normalerweise, wenn ich in England gespielt habe oder in Britannien, habe ich das Feld von oben aufgerollt. Diesmal ist es umgekehrt. Aber Mercia ist verdammt groß geworden. Und Aurelio ist immer noch da, der Sorglose. Er hat auch wieder einen männlichen Nachfolger. Den hätten wir dann auch noch aus dem Weg räumen müssen. Aurelio. Tja, wenn dann kein Name einfällt, gibt man ihm einfach den eigenen. Nicht schlecht. Hier können wir den Bürgermeister einkerkern. Die Armee können wir auflösen. Da steht unser Gefolge. Ja, alles richtig. Da will einer unseren... Nee, doch nicht. Hier wird niemand getötet. So. Jetzt schauen wir mal. Dort können wir noch Ansprüche erheben. Mittlerweile sind wir 64 Jahre. Haben 3 unserer Kinder schon überlebt. Und Williams Frau wird am 27. Mai, also in etwas mehr als einem Jahr, volljährig. Da müsste unbedingt die Hochzeit anstehen. So, da willst du mich schon wieder für irgendwas... Meister, ich finde, dass wir beide durch den Mangel eines richtigen Alchemielabors gehemmt werden. Wenn wir die Geheimnisse von Hermes Trismegistus ergründen wollen, brauchen wir richtigen Arbeitsgeräte. Wir hatten doch schon mal ein Labor gebaut, oder? Ich meine, wie viele Punkte haben wir da mittlerweile? 11.000 esoterisches Wissen, ich kann damit nichts anfangen. Ablehnen. Ich könnte noch mal die Zukunft deuten. Kann ich von unserem Sohn eigentlich auch die Zukunft deuten? Nö. Oh, ich kann ihm einen Landtitel gewähren. Ja, Landtitel gewähren, schön und gut. Würde er... Nee, wir warten, bis er verheiratet ist. So, ich stelle die Schale vor mich hin und warte, bis das Wasser vollkommen still ist. Regelmäßiges Wahrsam würde es mir erlauben, einen Fokus für meine Gedanken zu wählen. Doch andererseits könnte ich etwas aus meinen alchemistischen Regalen verwenden, um etwas noch nie zuvor Gesehenes zu erschaffen. Die Reflexion auf der Wasseroberfläche kräuselt sich, als ich stark ausatme. Jo, wir haben Baldrian. Dann drücken wir etwas Baldrian aus. Ich sehe seltsame Muster. Nein, Moment, das sind Dreiecke. Wunderbar, das ist eindeutig ein gutes Omen. Mhm. Verwaltung und Bildung bekommen wir. Also sollten wir mal weiter ausbauen hier. Fehlt uns Geld für?
Nein, Geld haben wir zumindest dafür. Verbesserte Wohntürme bräuchten wir. Also bauen wir nichts aus. Ach, hier haben wir immer noch. Soll ich die verstärkte Schanze bauen? Ja, er selber wird es ja anscheinend eh nie geschissen kriegen, dass das mal ausgebaut ist und er feudal wird. Ja. So, ein Jahr noch. Dann können wir unseren Sohn verheiraten. Mein Marschall, Tallow MacPhister, hat mir von einem bemerkenswerten Waffenschmied erzählt, der in Tyrconnell lebt. Er hat vorgeschlagen, ich soll den Waffenschmied an meinen Hof einladen, um dessen Arbeit mit eigenen Augen zu sehen. Ja, da haben wir aber kein Geld für. Aber wir laden ihn mal ein. Sobald Marschall Tallow versichert hatte, dass das handwerkliche Können des Waffenschmieds nicht zu wünschen übrig ließ, empfing ich den Waffenschmied im Thronsaal. Er stellte sich als Herr Duff vor, Herr Duff. Und zeigte auf seine zahlreichen Gehilfen, die Beispiele seiner Arbeit trugen. Schwebt man meiner König etwas Bestimmtes vor? Ja, wir selber haben ja schon graviertes Schwert. Qualität 1. Lanzen können einen Bonus für befehligte Kavallerie, haben wir nicht. Persönliche Kampffertigkeit und monatliches Prestige. Leichte Infanterie, Streitkolben, nein, natürlich ein Schwert. So, ein Schwert, ich verstehe, eine ausgezeichnete Wahl, mein König, sagt Herr Duff und ruft den Gehilfen herbei, der drei Schwertexemplare in den Armen hält. Ich habe hier drei Beispiele für verschiedene Qualitätsstufen. Man muss entscheiden, was man braucht und welchen Preis man zu zahlen bereit ist. Aber alle Exemplare würden eurer Hoheit gute Dienste erweisen. 1000 Gold? 1000? Ich brauche keinen Vierelefant, ich wünsche mir was Wirkungsvolles. Niedrigste Priorität, selbst das kostet 250. Nein, gibt's nicht. Das ist es mir nicht wert. Ich dafür jetzt hoffnungslos zu verschulden. Nee, nee. Technologieforschungspunkte. Für Legalismus fehlt uns noch ein bisschen was. Nicht mehr allzu viel, aber hier können wir was noch machen. Militärorganisation. Versorgungslimit und Gefolgegröße. Machen wir. So, mal sehen, ob wir die Hochzeit unseres letzten Kindes noch erleben. Sind wir geworden. In letzter Zeit bemühe ich mehr Zeit mit meiner Familie, mit meiner Schwester Lorna zu verbringen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber als Lehnshest ist es besonders wichtig, Loyalität und Respekt zu fördern. So, und haben wir noch. Ich weiß, dass ich ein toller Hecht bin. Ich habe die Eigenschaft Stolz erlangt. Okay. Bringt ein bisschen Prestige noch. Können wir mit unserem Prestige noch irgendwo was ausbauen? Nee, da sind wir in Connacht. Leinster auch. Kriegslager. Aber wenn, dann will ich was haben, was von Stand ist. Auch hier, Schiffswerft. Ja, tun wir denn mal was Gutes. Bereifen, da können wir bestimmt auch noch was machen. Bauen wir das hin. Oriel. Schiffsbauer geht nicht. Hier ein Kriegslager. Hier oben seid ihr total rückständig. Kriegslager. Und hier bauen sie gerade ein Übungsgelände, was aber gleich fertig ist. Aber Prestige rausgehauen hier, als ob es keinen Morgen gibt.
Ich opferte einen meiner ältesten Freunde meiner Habgier. Ein Feind meines Freundes bot mir eine Bestechung an, die ich nicht ausschlagen konnte. Aha. Ich gewann mehr, als ich verlor. Hat seine Frau um ein Gold beschissen? Ein Gold. O König, danken von Irland. Während des Besuchs eurer Gattin in Kola haben wir angenehme Zeit damit verbracht, über Dinge zu sprechen, die unsere Völker miteinander verbinden. Ich schlage vor, in Kürze einen Nicht-Angriffspakt abzuschließen. Wow, du bist ja da ganz hinten. Nein. Du kommst eh nicht zu mir. Außerdem ist dieser Nicht-Angriffspakt nicht lange von Bestand. Da sind einmal Plünderer und hier Earl Gilroy von Tomond. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Hector der Athlone ist ein Nachfolger. Ja, dann heben wir hier mal Truppen aus. Ein bisschen was haben wir hier stehen, das sollte reichen. Die mal eben zu Klump zu machen. Okay, dann können wir sie auch schon wieder auflösen. So, es ist soweit. Prinz William sollte heiraten. Wie sieht sie jetzt aus? Geduldig, fleißig, zynisch und willkürlich von den Werten. Naja, sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber wir lassen sie heiraten. Senden. So, sie ist an unseren Hof eingetroffen und jetzt die Gemahlin unseres Sohnes William. Und jetzt ist es an der Zeit. Was können wir unserem Sohn anbieten? Das ist nicht viel. Wessex, Cornwall, Gloucester, Somerset, Cornwall, Devon. Das ist ja quasi alles im Süden Englands. Wird Duncan einmal erben. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Das gefällt mir echt gar nicht. Sollen wir ihm Ormond geben? Dann werden wir aber auch ziemlich handlungsunfähig. Nein, er muss sich damit abfinden. Wir verleihen ihm noch einen Ehrentitel. Und zwar wird er unser Seneschall. Ja. Er wird unser Seneschall. Das muss ihm erstmal reichen. Es ist ja nicht mehr lange und dann werden wir die Grätsche machen. 65 mittlerweile. Oh. Burkhard Carpet möchte unsere Schwester töten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich lasse ja viel durchgehen, aber seine letzte Schwester? Nein. Und da versteht er keinen Spaß. Da versteht er keinen Spaß. Für sowas. Prinz William will irgendeinen Höfling töten. Nihang will. Ja, von mir aus. Unterstützung ist unsere Gattin. Ja. Dann schließen wir uns auch an, wenn das unser Sohn möchte. Aber Burkhard Carpet.
Das wollen die Vasallen nicht. Schade. Dabei ist er ein Abtrünniger, der unsere Familie töten möchte. So, wir sind in der Verschwörung dabei. Unser Sohn entschuldigt sich, dass er uns nicht gefragt hat. Die ist jetzt bei 98,7%. Und dann wird er wohl über kurz oder lang sterben. Aber kurz oder lang dauert mindestens eine Woche. Das war die letzte Folge für unsere jetzige Woche. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in den News. Ich bin erstmal im Urlaub. Das heißt, vielleicht bin ich zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder da. Wenn diese Folge erscheint, schaut einfach in die News. Da wird alles gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Macht es gut und ciao, ciao.